wir die Zusammenhänge hier auf der Erde und im Universum und wie wir als Mensch funktionieren, verstehen wollen, dann müssen wir uns anschauen, was ist Karma und was bedeutet das überhaupt. Wenn wir rein menschlich darauf blicken, dann ist Karma nichts anderes als das Gesetz von Ursache und Wirkung. Das heißt, wir als Menschen, als Seele sind diejenigen, die etwas hinaussenden und eine Wirkung tritt ein. Das kann menschlich gesehen etwas Positives sein, etwas, was wir als sehr wertvoll und toll wahrnehmen. Also etwas Gutes in unseren Augen. Es kann aber auch sein, dass wir es als negativ wahrnehmen und es etwas Schlechtes in unseren Augen ist. So wie wir es aussenden, so bekommen wir auch diese Wirkung zurück. Wenn wir das von weiter oben betrachten und Größe uns anschauen, dann ist es so, dass Karma etwas ist, was uns abspaltet. Das heißt, jeder Mensch, der hier auf der Erde ist und jedes Wesen hat ein Karma, was er mit sich trägt. Karma ist etwas, was uns schwerer macht, was uns beschwert, was uns nicht mehr so rein wie unseren absoluten Ursprung sein lässt, sondern Karma ist etwas, wo eine Wirkung eintritt. Das bedeutet, wenn wir hier auf die Erde gehen, dann haben wir alle ein Karma, mit dem wir heruntergekommen sind. Und dieser Teil haben wir abgespalten von unserer Wahrhaftigkeit. Haben wir also den Gedanken als Seele, dass wir auf die Erde möchten, ein Mensch werden möchten und diese Erfahrung machen möchten, dann hat es schon eine Ursache und eine Wirkung. Wir haben den Gedanken, dass wir das möchten und die Wirkung setzt ein, dass wir hier sind. Wir spalten uns automatisch von unserem wahren Ursprung ab, indem wir auf die Erde gehen, indem wir das Bedürfnis haben, als Seele auf die Erde zu gehen. Und wenn wir dieses Bedürfnis haben, dann ist es entweder so, dass wir uns karmisch Dinge ganz bewusst aufladen müssen. So ist es auch bei sehr, sehr vielen Kindern der neuen Zeit, dass sie entschieden haben, auf die Erde zu gehen, um ihren Brüdern und Schwestern dort zu helfen, sich zurückzuerinnern und damit ganz bewusst sich ein Karma aufgeladen haben, um dann auf die Erde gehen zu können. Oder aber wir als Seele uns, einfach weil das ein Prozess ist, uns so weit abgespalten haben von unserem wahren Ursprung, dass wir dann hier auf der Erde gelandet sind, weil wir Karma von ganz vielen, vielen verschiedenen Ebenen mitgebracht haben. Je reiner wir als Mensch sind, desto weniger Karma haben wir. Und das ist der Unterschied zwischen ganz, ganz vielen Menschen hier auf der Erde, dass die einen ein sehr starkes Karma sich angehäuft haben, also sich sehr weit abgespalten haben, und die anderen sich nur so viel abgespalten haben und nur so viel Karma aufgeladen haben, wie es notwendig war, um herzukommen, um hier zu sein als Mensch in dieser Form. Aber letzten Endes, egal ob es ein positives Karma ist oder ein negatives Karma, es ist ein Karma und es ist eine Abspaltung von unserem wahren Kern und von unserem Ursprung. Und es ist auch nichts Falsches daran, wenn wir ein Karma tragen. Das Wichtige ist, dass wir uns dessen bewusst werden, dass wir wieder erkennen, oh ja, das, was ich hier glaube oder das, was ich hier tue, hat eine Wirkung. Das heißt, alles, was ich denke, alles, was ich ausspreche, alles, was ich wahrnehme und fühle, hat eine Wirkung im Außen. Und wenn es nur der kleinste Gedanke ist, der mir völlig unbewusst ist, es kommt etwas zurück. Ich gestalte mir selbst meine Welt genau dadurch, mit diesem Gesetz von Ursache-Wirkung. Und wenn wir uns die Erde anschauen, wenn wir nach außen blicken, dann sehen wir sehr, sehr viel Verschmutzung, dann sehen wir sehr, sehr viel Leid. Also dürfen wir schauen, okay, wo haben wir karmisch so etwas Negatives aufgebaut, gedanklich und auch mit unseren Worten und mit unseren Emotionen und Gefühlen, dass
die Erde so verschmutzt ist, wie sie jetzt momentan ist. Oder dass mein Leben so viel Leid mit sich trägt. Was trage ich in mir karmisch, dass all das so verschmutzt ist, was ich im Außen wahrnehme? Und was kann ich dafür tun, dass es sich wiederum dreht? Denn wenn ich mich selbst erkenne und erkenne, dass ich ein Karma in mir trage, dann kann ich alles, was ich wahrnehme, wandeln. Es ist nicht, dass ich dem ausgeliefert bin und schuldig bin, sondern es geht darum, dass wir es erkennen und wieder nutzen und das wieder als unsere Größe als Menschen ansehen. Dass wir erkennen, dass wir alles drehen können, was wir möchten und dass da draußen nur ein Spiegel von diesem Gesetz der Ursache und der Wirkung ist. Da sehen wir auch bei den Menschen den Unterschied. Es gibt Menschen, die in absoluter Fülle leben, was wir beobachten können, und es gibt Menschen, die in totaler Armut leben. Und wenn wir uns dort anschauen, welche karmischen Dinge vorhanden sind, was ausgesendet wird, dann sehen wir auch, was wieder reinkommt. Und es müssen dann nicht unbedingt Menschen sein, die wir als gut erachten oder Menschen sein, die wir als schlecht erachten, sondern es geht darum, was sie aussenden und was zu ihnen zurückkommt. Und wenn wir schon viele, viele Leben auf der Erde waren, dann bringen wir Karma mit, was wir uns von Leben zu Leben angehäuft haben. Wir haben ein sehr großes Karma uns aufgeladen. Das heißt, wir haben uns sehr weit von unserer Ursprünglichkeit abgespalten oder entfernt. Und da ist der Unterschied zu den Kindern der neuen Zeit, die ganz bewusst entschieden haben, auf die Erde zu gehen und sich Karma aufzuladen, um in den Körper hineingehen zu können. Und es aber nicht vergessen haben, was ihre ursprüngliche Form und ihr ursprünglicher Kern ist, sondern sie wussten, dass sie das machen, um überhaupt hier sein zu können und wirken zu können, weil sie der Meinung waren, dass alle Menschen genau diese Dinge wieder erfahren dürfen und wieder wissen dürfen, dass es von uns abhängig ist, was für ein Leben wir leben. Bei mir war es so, als ich entschieden habe, auf die Erde zu gehen, um dieses Wissen zu teilen, um die Menschen wieder zu ihrem ursprünglichen Kern zu führen, dass ich mir selber Karma aufladen musste. Und um dieses Karma zu bekommen, ohne jemand anderen zu verletzen, habe ich mir selber ein Versprechen gegeben. Ich habe mir das Versprechen gegeben, dass alles Liebe sein muss und Liebe das Einzige ist, was richtig ist. Aber rein göttlich gesehen hat es nichts mit bedingungsloser Liebe zu tun, sondern das bedeutet, dass nur Liebe richtig ist und alles andere ist falsch. Also habe ich ein ganz wichtiges göttliches Gesetz umgangen, nämlich den freien Willen jedes Wesens. Sondern ich habe gesagt, okay, Liebe ist das einzig Richtige und alles andere nicht. Mit diesem Versprechen, was ich mir selbst gegeben habe, konnte ich auf die Erde gehen und in diesen Körper gehen. So, das Schöne war, dass ich noch wusste, dass ich mir dieses Versprechen gegeben habe und dass es nichts mit dem wahrhaftigen Göttlichen zu tun hat, weil ich eben dieses andere Gesetz damit umgehe. Ich könnte jetzt ganz einfach sagen, ich löse dieses Versprechen auf und würde wieder weggehen, weil ich damit diese Haftung in meinem Körper verlieren würde. Also behalte ich dieses Versprechen auch, wenn ich damit weiß, dass ich immer wieder an Situationen in meinem Leben komme, wo ich einen ganz kleinen Teil von diesem Versprechen auflösen darf, aber nie so viel, dass es komplett aufgelöst ist. Dass es sozusagen meine Lernaufgabe ist, immer wieder einen kleinen Teil aufzulösen. Ich weiß ganz bewusst in den Situationen, warum ich so handle, weil ich dieses Versprechen habe, warum ich diesen Gedanken habe, weil ich dieses Versprechen gegeben habe, und kann dann immer wieder einen ganz kleinen Teil dessen auflösen, bis ich irgendwann am Ende meines Lebens vielleicht dazu komme, dass ich es komplett auflöse und wieder aus meinem Körper willentlich herausgehen kann, wenn ich das möchte.
Und da liegt der Unterschied zwischen den Kindern der neuen Zeit, dass sie sich diese Dinge aufgeladen haben, um hier zu sein, um bestimmte Dinge zu geben. Und das Karma so gering gehalten haben, dass sie diese Haftung haben und das geben können. Mit diesem Versprechen, was ich mir gegeben habe, habe ich mich abgespalten aus der Wahrhaftigkeit heraus. Die Wahrhaftigkeit ist Bedingungslosigkeit. Also Gott liebt uns alle bedingungslos. Es ist egal, ob ich lüge oder nicht lüge, er liebt mich genauso, wie ich bin in diesem Moment, weil er weiß, was mein wahrer Kern ist. Wenn ich also sage, alles muss Liebe sein und alles, was nicht Liebe ist, ist falsch, dann bin ich nicht bei der Wahrhaftigkeit und bei dem göttlichen Gesetz, dass alle Liebe sind, bedingungslos, egal wie sie handeln oder was sie tun. Sondern dann sage ich zum Beispiel, wenn sich zwei Menschen streiten, das hat nichts mit Liebe zu tun und das ist falsch. Aber Gott würde das niemals tun. Sondern Gott gibt uns den Freiraum und den freien Willen, dass wir uns so weit von unserer Wahrhaftigkeit abspalten können, wie wir es möchten. Und nichts daran ist verwerflich und nichts davon ist falsch. Es geht darum, dass wir uns selbst beobachten, unsere Gedanken beobachten, unsere Worte beobachten und schauen, das, was ich denke und was ich sage und wie ich handle, was ja seinen Ursprung in meinen Gedanken und in meinen Worten hat, haut es hin? Ist es das, was ich mir wünsche für mich, für mein Leben und für meine Mitmenschen und die Natur und die Erde an sich?